Willkommen Leute zurück zu Nier Automata. Wo wir verkackt haben letztes Mal. Ja, und ich hoffe, wir müssen nicht ganz so viel zu nochmal machen. Also es wäre sehr angenehm, wenn wir jetzt in der Nähe vom Boss da irgendwie und nicht beim letzten Speicherpunkt. Komm schon, bitte. Das wäre sehr toll. Vor allem, ich wollte mich gerade heilen und dann wurde ich getroffen und dann war ich tot. Boah, zum Glück. Square Enix hat verstanden, dass man an dieser Stelle, wenn man stirbt, nicht 10 Tage nochmal neu spielt. Oh, meine Körper. Bergen bitte. Ja. Alter. So, mal hier links und rechts. Ein bisschen ausgewichen. Also ich komme besser klar, wenn ich die Kamera selber steuern an Leute, die jetzt denken, wieso siehst du nicht die ganze Zeit an? Hm? Außer bei diesem Special-Schuss vom Pot, da visiere ich an, einfach um garantiert quasi zu treffen. Weil mit dem trifft er auch sicher. Mhm. Boah, das war jetzt gut Glück. Boah, Alter, diese Spannung. Ja, ne? Das ist so gut, Mann. Aber so treffe ich halt auch. Vielleicht sollte ich das mal so probieren. Das Schwert funkt noch, also zu dieser Stelle. Aha. An dieser Stelle im Spiel. Oh. Nein. Nein. Oh. Fuck. Hoffe. Das wollte ich so nicht. Ach, dieser Eva. Okay, jetzt geht die Klinge kaputt, meine ich, ne? Mhm. Wow, diesmal bist du echt schnell da. Die R1-Attacke geht nicht. Lol. Und ich habe diese komische Anzeige, wie wenn man den Rauch so wegmacht. Ja, warum? Ich verstehe das auch nicht. Vielleicht ist das gerade irgendwie ein Fehler. Aber der ist vielleicht ein bisschen kaputt, aber nicht komplett weg. Weißt du, ich meine? Mhm. Guck, der ist so zerfetzt ein bisschen. Mhm. Wie die da, Alter, so ihre Schulter beide halten. Ja, die sind ein bisschen von dieser Attacke. Ein bisschen damaged. Ja. Alter! Der Pot kann auch nicht diese starke Attacke mehr machen. Mhm. Nur auf diesen kleinen Bullshit hier. Gut, Alter, der dürfte jetzt zu. Oh. Kann man sich ein bisschen panzern. Mhm. Alter, durch den Kopf. Ich hab da eigentlich von direkt nach vorne umkippen müssen. Ist doch egal. Durch diesen Impuls und so. Ihre Augenbinde ist weg. Läuft dein Gesicht. Sim. Was mit 9S? Ist da jetzt irgendwie kaputt?
Sein Augenbind ist auch weg. Ja. Müssen wir den jetzt töten? Ich weiß. Guck mal, da wurde übernommen oder so.
Nier Automata. Flowers for Machines. Das war episch. Leiter Yoko Taro, japanische Stimmen, to be Yui Ishikawa. Natsuki Hanae. Mein Asset von einer Frau gesprochen? Naja, Natsuki kann auch ein Männername sein. Wirklich? Mhm. Ich kenne Natsuki nur als Frau. Okay. Ich weiß. Englische Stimmen. Ach, geht weg. Ja, Leute, das war Ende A, wie man so schön sagt. Ja. Von Nier Automata. Nier Automata. Ich erkläre jetzt während des Abspanns, wie wir weiter vorgehen werden. Dieses Spiel hat verschiedene Enden, ja. Also nicht Enden wie das Tier, sondern Endings, Finals, wie auch immer. Und das Ende B ist irgendwie, dass man mit Nein S spielt oder sowas. Aber wenn man, um das Ende B zu erreichen, einfach nur das gleiche Spiel quasi mit 9S spielt, also dann machen wir das nicht mehr hier auf dem Channel tatsächlich. Mhm. Außer höchstens vielleicht das Ende. Wir werden das gleich mal ausprobieren. Aber ich weiß nicht, ob mir das dann so viel Spaß macht, da Stunden zu spielen und nur das Ende wieder aufzunehmen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das wird schon was anderes sein. Auf jeden Fall, kurzes Wort zum Ende. Ich fand das jetzt ziemlich episch und ich dachte wirklich kurz so, nein, S, sein Bewusstsein ist für immer verloren. Und jetzt bin ich irgendwie doch froh, dass seine Daten so gerettet werden konnten und dass irgendwie 2B doch noch so aufgewärmt ist und anscheinend mag und so. Voll süß. Ja. Und das, die Moral von der Geschichte ist, Maschinen und Androiden sind doch nicht so unterschiedlich. Das war ich. Ja. Wie kann ein Android überhaupt bluten oder weinen? Naja, sagen wir so, die sind nach menschlichem Vorbild erschaffen. Also wir wissen ja nicht, welche Mechanismen in dieser Welt möglich sind. Ja, gut, das weißt du? Ja. Vielleicht ist das ja nicht Blut, sondern so irgendwie sowas Ähnliches, was halt diese Maschinerien im Körper Öl zum Laufen bringt. Ja, so genau, so ganz dumm gesagt, so was wie Öl halt. Aman Kumar, Nitesh Kumar. Ja. Ja. Jetzt müssen wir quasi warten, bis das Ende gekommen ist. Ja. Tillmann Hotel, lol. Ufuku. Ach ja. Richtiges Kind, Ufuku. Endo. Aber ich bin so schlecht, Mann. Ja. Was das? Das ist immer so, immer wenn ich irgendwelche Abspann sehe, dann fange ich an, über manche Nachnamen zu lachen. So ein Baby. Ja. Ach ja. Mich verwirrt tatsächlich dieser Endsong gerade. Der ist Englisch. Wieso? Ich weiß. Aber der ist echt schön. So wie eigentlich alles da. Das ist doch so ein typischer Filmsong. Ja, aber das ist echt schön. Da könnte auch bei irgendeinem Pokémon-Film gelaufen sein. Ja, jetzt müssen wir noch labern. Bitte? Jetzt müssen wir noch labern halt. Ja, tatsächlich. Danach können wir gucken, ob
was da jetzt passiert. Mhm. Oder wie das dann funktioniert mit dem Ende B und was weiß ich nicht. Und das Spiel hat tatsächlich Ende A bis Z, wie du recherchiert hast? Ja. What the fuck? Wie geht das? Die ersten paar sind noch so mit viel Aufwand verbunden, also wirklich nochmal so durchspielen. Die letzten paar, das ist immer nur so ein Ding im Spiel anders machen, so wie ich das bis jetzt überflogen habe. Mhm. Gut, das ist dann ziemlich lächerlich tatsächlich. Mhm. Aber es scheint jetzt zum Ende gegangen zu sein, oder? Was passiert jetzt? Gibt es noch irgendwelche Benachrichtigungen von Square Enix? Ein Kampf endet. Trophäe erhalten. Sieht aber nach einer silbernen Trophäe aus. An alle Spieler, vielen Dank fürs Spielen von Nier Automata. Wir haben eine besondere Mitteilung für euch. Dieses Spiel hat verschiedene Storylines, die bei jeder Partie anders verlaufen. Ihr habt den A-Weg gesehen, doch es gibt noch viele Story-Elemente und Änderungen am Gameplay-System, die ihr noch nicht gesehen habt. Wir empfehlen euch daher dringend, das Spiel noch einmal durchzuspielen, um Nier Automata im vollen Umfang zu erleben. Wir hoffen, dass euch der Rest des Spiels gefällt. Mit freundlichen Grüßen, Square Enix PR. Mhm. Stimmverzerrer Option zur Optionskategorie andere hinzugefügt, lol. Ja, speichern. Spiel speichern. Macht das Sinn, wenn ich jetzt auf einen anderen Dings speichere? So, dass man... Glaub nicht. Na gut. Wähle fortfahren, um mit den Speicherdaten fortzufahren, mit denen du das Spiel abgeschlossen hast. Ja. Okay. Machen wir mal. Was kommt jetzt? Also zweiter Durchlauf ist immer Ende B, by the way. Also die ersten zwei sind immer quasi... Ja, und der dritte ist sogar, glaube ich, auch zwingend immer Ende C. Lol. Aber ich gucke nochmal kurz nach. Was jetzt? Was? Ah. Nier Automata. Warte. Drück mal noch nicht. Na gut. Ja. Ja, also Ende B, da... Ja, verrat doch nicht direkt. Ja, nee, gut. Ja, okay. Aber es ist halt... Ich mach also C ist auch zum dritten Mal. Mhm. Ende AW. Lol. Speicherdaten laden. Was passiert jetzt? Spiel starten. Alter, wenn das jetzt echt von ganz Anfang... Ich weiß nicht, ob ich das dann möchte. Wobei, wenn man die Story, die Sidequest weglässt... So viel ist es dann gar nicht mehr. Ja, danke, dass die Vorbereitung abgeschlossen ist. Ich spiele die Maschine, what the fuck. Lol. Okay. Das ist irgendwie niedlich. Alter, die haben diese Beine von diesen Aufziehen. Guck, wie süß der läuft. Oh. Was ist das da? Ich sehe aus wie Öl. Oha, wie weit das springen kann. Mhm. Okay, wir brauchen einen Behälter für diesen kleinen süßen Piepmatz. Da hinten sind Behälter, guck mal. Ich glaube, das ist... Ja, das sollte so klappen. Dann können wir den Bruder gleich irgendwie einölen. Denkst du, das Maschinchen, dass dann alles gut wird? Okay, vielleicht sollten wir jetzt nicht hüpfen, sonst... wie heißt das? Ja, du bist umgefallen. Fuck. Genau das meinte ich. Wir zersplashen dann im schlimmsten Fall alles. Nimmst du das jetzt? Danke. Okay, dann müsste ich außen rumlaufen. Das ist ja ekelhaft.
Ich glaube nicht, dass er springen kann, wenn er schon über diese blöde, dieses Rohr da stolpert. Das ist schon etwas langwierig. Das sieht so süß aus. Hm. Oh mein Gott, ich sterbe. Also es fängt schon mal anders an, okay. Aber die Frage ist halt, zu welchem Zeitpunkt ist das? Ja, im A-Weg? Das weiß ich auch noch nicht. Das ist schon ein bisschen was kaputt. Ich würde auf den Boden gucken an deiner Stelle. Ja, da ist ja jetzt nichts mehr. Das ist echt langwierig. Ich glaube nicht, dass es deinem Bruder helfen wird. Oh, Katz hat... Oh Gott, das ist ganz am Anfang. Lol. Glaube ich. Nier Automate. Aber du bist anscheinend 9S. Ah, ich soll da runter, okay. Nun gut. Ja. Was macht der hier? Aha, wir können damit den Kran bewegen. Interessant. Tatsächlich. Ich bin jetzt tatsächlich auch irgendwie gespannt, was jetzt anders sein wird. Wo ich mich halt gerade so ein bisschen drauf was mich so auffällt, das zu genießen, ist die Tatsache, dass wir zeitlich gesehen am Anfang des Spiels sind. Level 27, guck mal. Aha. Irgendwie. Jo, warum war der schon so stark am Anfang? Und der hat irgendwie nichts gemacht, sondern wir mussten alles machen. Ich weiß es nicht. Fuck, ich wurde getroffen. Oh fuck. Ach, ich Idiot. Ich habe vergessen, mit dem zweiten Stick zu interagieren. Gut, okay. Also, wir fangen quasi nicht wieder von vorne an, wie es aussieht, sondern irgendwie alternativ. Eventuell spielen wir auch gar nicht mehr das komplette Spiel, sondern nur so ein paar Story-Elemente. So, genau, so ein bisschen Story mit 9S. Also so die Hauptschlachten oder irgendwie sowas könnte ja auch sein. Ja. Vor allem das halbe Spiel war eh ohne ihn. Okay, jetzt sind wir hier. Ich finde das Hacken so schwer. Ja. Fuck. Vor allem ist man da so unter Zeitdruck. Nein, das glaube ich weniger. Als, Boah, das ist sau schwer gerade. Chill. Wieso sollte ich die hacken, wenn ich die kaputt machen kann? Weil das durch das Hacken irgendwie einfacher wird, angeblich. Was wird einfacher? Die zu besiegen. Irgendwie nicht? Ja, keine Ahnung. Angeblich ist das so. Oha.
Oh, das wollte ich nicht. Sorry. Ja. Wenn da weniger Truppen gekommen. Alter! Jo! Richtiger Sichelman. Ich hätte gerne einen letzten Laser oder so. Okay, ich muss irgendwie die ganze Zeit Dreieck drücken. Ach. Ah, ich muss hier durch in der Zeit. Fuck, fuck, fuck. WTF. Alter, diese... Das macht mich so fertig. Dieses Hacken, weißt du? Ja, Mann. Das ist... Wow! Das ist recht lustig, tatsächlich. Ich würde den ja nicht besiegen hier. Wir sind, glaube ich, ein Level höher, als wir mit Dings abgeschlossen haben, oder? Oder, mhm. Oder haben wir mit 27 abgeschlossen? Ich habe das nicht mitbekommen. Also 26 waren wir auf jeden Fall. Dann kann das sogar echt sein, dass wir dann so wieder anfangen. Oh. Alter, können die bitte hier aufhören, so zu creepen? Ha, gehackt. Wie so ein 12-Jähriger. Ha, gehackt. Auch wenn mir das irgendwie nichts gebracht hat. Also die Dinger zu hacken bringt irgendwie gar nichts. Diese unnötigen, weiß ich mal, die ich an der Seite, glaube ich. Gut, dann müssen wir hier diesen Typen da besiegen. Ich bin gerade einfach nur leer im Kopf. WTF. Ich habe gerade so überlegt, was ich so erzählen könnte. Und dann merke ich so, ich eigentlich. Ja, das ist auch viel Action. Ich habe nicht immer irgendwas gedacht. Du bist gerade in einer ruhigen Stille. Lass das mal hacken. Na gut. Ja! Ich finde diese 8-Bit-Musik so süß bei mir. Bam. Voll 8-Bit-Musik. Hacken abgeschlossen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir voll den Cut und so. Das ist schon ein bisschen gemein. Ja, ich weiß. Kleiner Aslon. Okay, Leute, dann wünsche ich euch noch viel Spaß und wir sehen uns. Bleib stehen. Oh, ja, mach reif. Das sag ich ja, okay.